Ich bin ready. Läuft jetzt nichts davon. Hau ich noch einen, ne? So. Fehlt ein Timer noch auf 10 Minuten, oder? Was, ne? Brauchst gar keinen Timer mehr, wir fangen gleich an. Das macht Spaß. Steht ja auch dort da, was, ne? Gleich geht's weiter. Jojo, chill. Das macht Spaß. Aussagekräftiger. Auch dort da, gleich geht's weiter. Das ist ja, glaube ich. Ich denke mal, ich habe die Symbole mit meiner eh schon längst verglichen. Keine Ahnung, ich habe keine Symbole. Ich habe Symbole nicht verglichen. Vorne Lampen, Lampe, hinten Quake. Ganz genau. Aus vorne Lampe, hinten Quake, ja, sieht gut aus. Vorne Lampen, Lampe, hinten Quake. Bitte Pilz. Ganz genau. Aus vorne Lampe, hinten Quake. Ich glaube, ich bin. Bitte Pilz. Ready. Jo. Ich glaube, ich bin. Oder? Manu hat doch irgendwas gesagt. Auch noch kurz, oder? Ganz genau. Oder? Manu hat doch irgendwas gesagt. Auch noch kurz, oder? Ganz genau. Oh, muss ich erstmal noch die Stream ausmachen. Jo. Sonst hörst du dich immer doppelt. Ja. Und vor allem du. Ich glaube, das doppelt hören, das ist am meisten, denke ich einfach mal. Ich glaube nicht, dass du mich spoilern würdest, wenn der laufen würde nebenher. Nee, glaube ich jetzt auch nicht. Außer mit Sassy-Locations, die du checkst, ich nicht. Zum Beispiel Agina oder so. Aha. Ja, Biggie checkt halt ganz gerne mal am Anfang direkt Eastern so. Ohne Bomben, ab geht's. Ganz genau, sieht's aus. Habe ich schon gebracht, sowas. Ach. Erste Location ist dann. Nehmen wir ein Haus, Onkel, Kakariko. Ja, ich mach jetzt mal eine andere Route. Hey, wenn du mal anfangs deine Standardroute hast. Ja, ich versuche jetzt mal Kathedrale, dann links Haus und dann von unten Kakariko zu machen. Hab mir auch schon überlegt, aber weiß nicht. Dann habe ich halt zu 100% Bomben und kann mir halt einen Weg eventuell sparen. Ja, das habe ich ja schon gemacht, sowas. Onkel bleibt dann halt aus. Aber ansonsten. Wer braucht schon Onkel? Onkel hat nur Müll. Ja, er hat schon einen, Onkel. Hast doch noch was Gutes. 99% Müll. Ich hab da schon oft Boots oder Hammer oder irgend so einen Scheißdreck bekommen. Deswegen sage ich ja. Die 1% waren dann der Hammer. Jo, ich bin dann auch soweit, Leute. Ja. Jawoll! So kann einer runterzählen, ne? Yep. Komm, Biggie, dann zähl mal. Ja. Kann ich machen. Das schau mal, ist alles angeschaltet? Nicht, dass man mich gar nicht hört, das ist ja wichtig. Ja, läuft alles. Dann zähle ich gleich runter. 5, 4, 3, 2, 1, go. So. Dann failen wir mal weiter. Das Race vorhin war halt echt nicht schön. Ja, passiert, die hat mal so ein Race. Ich hab das die letzte Zeit auch öfters mal gehabt. Ja, wie bei dir das eine Race, wo du in dem scheiß Dark Maze 15 Minuten verkackt hast. Ja, es ist halt wirklich so. Ich meine, da ist man auch nicht scharf drauf auf sowas. Nee, niemand ist sowas scharf, würde ich mal sagen.
Och, kommt doch, ey. Ich hab immer noch keinen Bomben-Drop. Gibt's doch nicht. Ich glaube, der Seed mag dich nicht, oder? 50% mein Arsch, ey. Na, die Wahrscheinlichkeit wird immer höher, dass du welche bekommst. Wahrscheinlichkeitsrechnung so. jetzt habe ich sie bekommen. Wow. Ich bin schon Kakariko. So, haben wir da was? Und wie ich mich kenne, werden jetzt in Kakariko Bomben sein. Stimmt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass da welche sind. Ja. So, was haben wir denn für Dungeons? Gucken wir mal. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Jo, für mich ist das mit den Dungeons kein Geheimnis mehr. Jetzt kann ich schon mal gucken, ob ich richtig geguckt habe. Ich nicht. Das ist so. Okay. Money. Oder Geld. Oh nee, oder? Was ist denn da los? Ich hoffe bloß, du hast keine Bomben drauf. Das wäre echt dämlich, ey. Deswegen habe ich mich das jetzt gerade gefragt, weißt du? Nee, ich habe keine gekauft. Aber trotzdem, weißt du? Ich habe mir Bomben unten im Haus geholt. Kostenlos. Das ist natürlich dann nicht so gut. Ja, aber das kannst du dann nicht wissen vorher. Naja, V30 ist eigentlich voll drauf ausgelegt, dass du eigentlich so gut wie immer Bomben bekommst. Ist selten, also von 10 Seeds, wo ich jetzt einfach so in den Brunnen oder so runtergesprungen bin, war es vielleicht bei 2 Stück, wo ich dann hätte Bomben kaufen müssen. Zum Beispiel der vorhin. Ja. Die Scheiße da. Ich habe mir gestern den Bot-Mob von Ray angeschaut, weil ich wissen wollte, wie schnell er im Acker war. Im Vergleich zu mir. Und da ist mir auch aufgefallen, dass er halt einfach mal Bomben gefarmt hat unten an den Büschen, wo ich mir denke, ey, warum? Ey? Ja. Aber trotzdem war er 4 oder 5 Minuten vor mir mit Agar fertig. Also irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich glaube, das lag daran, dass ich die Flöte verpeilt habe. Ich hätte die Flöte gehabt, aber habe sie nicht benutzt. Ich habe eine Flöte oft und nutze sie einfach. Habe ich okay, Vicky. Gemacht beim Labyrinth, weißt? Obwohl ich eine Flöte habe. Jetzt... Solche Sachen. Vic, du hast den Wald wieder geskippt, kann das sein? Ja, hab nee, ich bin gerade im Wald. Ja. Aber ich habe echt überlegt, ob ich nicht skippe. Und dann habe ich mal gedacht, komm, ich gehe rein. Save the chickens! Wieso? Das wäre wohl dämlich, oder?
Nee, weil du gemeint hast, dass du Bomben gekauft hast, aber im Wald sind halt Bomben. Deswegen nee, er hat keine gekauft, hat er doch gesagt. Er hat sie unten in einem aufspringbaren Haus da gefarmt. Ach so. Ich bin nach Kakariko unten rumgelaufen. So wie du gerade. Ist ja auch eine logische Folgerung, oder? Ja, ich hab mir da 3 Stück gefarmt, das war's. Jo, eine habe ich gefarmt. Dann habe ich keine mehr gekriegt und dann bin ich nicht mehr zurückgelaufen. Ah, fuck, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ah. Und mir ist aufgefallen, in Kakariko gibt es so gut wie immer ein Schwert. Jetzt dauert es wieder, bis ich da hinkomme. Das ist nicht gut. Wieso haben dich die Krabben verhauen oder was? Nee, ich bin jetzt erst zum Onkel, dann wollte ich eigentlich Escape mitmachen. Aber aus Macht der Gewohnheit habe ich direkt self-quotet. Okay, Onkel habe ich noch nicht. Aber ich kann mir schon denken, warum es so viele Bomben überall gibt. Weil man ja nur noch 10 Stück kriegt und damit man auch garantiert genug hat, schätze ich mal. Nee, weil einfach die Bomb-Upgrades ersetzt wurden durch 3 Bomben. Im Item-Pool. Okay. Fails jetzt schon wieder. Ach komm, wäre ich doch später noch Kakariko. Kann ich doch mal hinlassen. Wenn ich jetzt so auf meinen Timer guck, vorhin bin ich um die Zeit aus Kakariko raus. Jetzt habe ich South Shore schon komplett durch. Das war bei mir aber auch so gewesen, ey. Im letzten Season habe ich so lange gebraucht für Kakariko. Das war ja bei uns alles so. Zuerst, das Ganze hin und her laufen, ja. Und dann. Oh. Dann finde ich unten im Race Game noch eine Bottle, dann läufst du wieder hoch zum Sick Kid und. Ja, war echt so. Auch. Ich bei 9 Minuten, normalerweise bin ich bei 5,20 nicht beim Race Game sowas. Ich nie. Aber bei der umgekehrten Route habe ich es jetzt auch geschafft, auf 5. Oh, jetzt bin ich noch falsch. Ach, das ist so ein neuer Trend, dass man Kakariko von unten macht, oder was? Klar, ja? Kann man das. Weil du unten halt Bomben bekommst. Da hast du die 50-50 Chancen in 2 Büschen. So. Aus dem Hyrule-Lied kannst du ein Pudding-Lied machen. Pudding-Lied? Ja. Einfach die ganze Zeit Pudding vor dich hinsingen. Hey, was ist denn das für ein Sieb? Chat-Sieb, oder? Oh fuck. Ich krieg alles hier.
Das Play war dumm, ich hab Zeit verloren. Das Play war dumm, ich hab Zeit verloren. Ey, ich hab schon Fortbewegungsmittel. Du spoilerst, Big, du spoilerst. Nee, weil es gibt ja mehrere Fortbewegungsmittel. Ist egal, aber wir wissen jetzt, dass irgendwo in Sphäre 0 entweder Boots oder Flöte sind. Ja. Okay. Andere Fortbewegungsmittel gibt's nicht. Doch, es gibt noch andere auch Fortbewegungsmittel für Biggie, nur dass ihr mir nicht unterlegen seid. Genau, Hookshot, Boomerang. Ist egal, es ist schon wieder ein Spoiler. Ja, ist halt echt so. Flasche, nee, ist jetzt keins. Überleg ich gerade. Ja, Boomerang. Ist doch kein Fortbewegungsmittel. Doch. Hä? Schon? Oder... Du willst dich ja mit dem Bumerang fährt. Ja, kann ich. Ja, wie? Wie? Millimeter. Millimeter für Millimeter. Ah. Du hast gespoilert, Big, fertig. Nee, hab ich nicht. Ich hab einen Bumerang. Kein Kommentar dazu. Außerdem bin ich schon in der Dark World, nur mal so am Rande erwähnt. Schön für dich, Spiel. Ich bezweifle es zwar stark, aber... Okay, wenn du meinst. Was muss ich danach noch machen? Das noch, das noch, das noch. Oh, ich weiß, wo die Titans sind. Big, kannst du jetzt mal aufhören? Entschuldigung. Spoiler. Aber sonst hat's doch auch niemanden gestört. Ja, aber wir machen das nicht fertig. Jetzt weiß jeder, dass es irgendwo am Anfang von
von der Dark World höchstwahrscheinlich im Hype Cave die Titans sind. Okay. Ja. So wie ich bekenne, hat er das mal. Ich weiß, wo sie sind, ohne sie gesehen zu haben. Einfach nur nach Bigs Gameplay. So. Wenn ich ja genauso spoilern und sagen, ich habe schon den ersten Crystal. In den Race, die mit Ray hat er auch gespoilert, wo die Silberpfeile sind. Was dann vielleicht sogar ein Schiff der Welt hat. Ja, ihr habt da lustig, Biggie, du hättest gegen mich gewinnen können, weißt du schon? Und dann sagst du mir, wo die Silberpfeile sind und ich geh mir die Silberpfeile holen. Ja, ist so. Und dann meckerst so du, ihr wisst was, was ich nicht weiß und... Ich bin das so gewohnt. Ja, bloß, du hättest vielleicht noch gewinnen können, wenn ich Silverless machen hätte müssen. Ja. Weil ich hätte die definitiv nicht suchen können. Dafür waren einfach zu viele Locations bei mir auch. Ja. So. Ich muss ja auch mit meinem Chat kommunizieren. Das Chat sieht doch, was du hast. Ja, eigentlich schon. Das dann. Ja. So stimmt, da wollte ich ja gar nicht hin. Wollte ja ganz woanders hin. ETF. Was ist ein Hau mit? Ein Helmet? Soll es Helmar sein oder? Ne, Helmet müsste. Ich glaube, das ist Agina. Ah, okay. Den hinten habe ich noch nie gelesen. Mit Hau mit. Ich meine zumindest, dass das Agina ist. Ich bin jetzt aber auch nicht mit. Sind so. Wieso helfe ich ihr? Racen, das geht nicht! Schießt, ihr helft euch also, doch. Also, wenn es Agina ist, kann ich dich beruhigen, da war ich davor schon. Ja. Also war es keine Hilfe, in dem Fall. Ach komm, einfach hier nur rumstehen und nichts tun, da verliere ich ja sowas von Zeit. Ja, aber wichtig. Ich kann ja nichts machen, gerade. Wieso kannst du nichts machen? Hab kein Geld. Du hast kein Geld. Er braucht schon Geld. Ja. Ja, für Sora. Fuck auf Sora, das scammt eh nur. Ja.
Mann, da verliere ich wieder so viel Zeit. Der gibt mir nichts. Ach, da war der Hermit-Tipp. Genau, oder was? Wenn ich jetzt wieder 10 Minuten brauche. Ihr seid schon viel weiter, während ich mich da bei Zora rumschlafe. Ja, du sagst ja, du hast bisschen in Dark World, glaube ich. Ja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich vielleicht alles hab, was ich brauche. Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht in der Dark World. Auch nicht. Deswegen sag ich ja. Aber ich habe so ein ganz dummes Gefühl. Ich glaube, ich teile das Gefühl. Ich hab noch eine Location. ist halt wieder ein Seed von Biggie, ne? Genau, ich hab mich einfach geglitscht. Wie gesagt, ich hab noch eine Location. Was soll ich mit den 8 Bomben? Die bringen mir nichts. Warum habe ich denn jetzt keine Zuschauer mehr? Keine Ahnung. Vielleicht weil ich langweilige Dinge mache, oder? Ja, ich weiß nicht. Die sind alle bei mir weg. Die Zuschauer gucken sich lieber mein Pixelbrei an als dich. Ja, ganz genau. Warum streamst du eigentlich so eine Pixelbrei? Macht das Internet nicht mehr? Mein Internet halt, ja. Okay. Ich bin hier in die WG gezogen, da war das Internet schon da. Ah, okay. 2000er Leitung, oder? Keine Ahnung, das ist vom Vermieter gestellt und da kann man auch kein anderes Internet reinholen. Das ist das ganze Problem. Ach, das ist ja kacke. Ja. Sag zum Vermieter, ich will streamen, brauche eine gescheite Leitung. Das kann ich eigentlich schon machen. Nicht dein Geld mehr mit Livestreams, du brauchst die Leitung. Sonst gibt's keine Miete mehr. Ist so. Genau. Jeder Bürger hat ein Recht auf ein ordentliches Internet. Ah, verkackt. Boah, ich hab irgendwas im Hals und ich krieg's nicht weg, ey. So. Dann machen wir mal Pott, oder? Ah.
hasse diesen Sieg. Ich krieg mich irgendwie vor Lachen nicht mehr. Weißt du, ich finde das immer noch so witzig mit dem Darkroom vorgestern. Na, witzig ist was anderes. Wieso? Da waren ja vier Walzen. So, dann machen wir noch das und ansonsten... Ne? Ich bin schon an dem Punkt. Ja, ich nutze alles, was ich nutzen kann. Ja, ich auch. Wie man einfach alles tut, alles, nur um es zu vermeiden. Ja. Geht mir genauso, Mann. Seid noch nicht mal hier, oder was? Wie gesagt, ich weiß nicht, schon, was ihr habt. Also wie gesagt, ich bin schon an dem Punkt, wo ich sage, ja, es ist halt so. Ja, an dem Punkt bin ich auch schon, aber ich will es noch nicht wahrhaben. Erst wenn der Hammer oder so auf der Pyramid Ledge ist, dann sage ich, alles klar. Fuck, das hätte ich mitnehmen können. Ach, da kann ich ja gar nicht jagen. Jo. Aber es hat echt eine eklige Dark World. Ja gut, ich sag mal, Pott muss was sein. Ja, weil es ist halt sonst nichts offen. Catfish, Pott und Pyramid Ledge. Ja. Mehr gibt es nicht. Du Arschloch. Och, willst du mich jetzt verarschen? So ein Pisser, der Typ. Finde ich nett. Alles okay.
Woher wisst ihr eigentlich schon, was eventuell bei der Pyramide ist oder bei Catfish? Weil du ein Item brauchst, um auf die linke Seite von der Darkwing zu kommen. Das heißt aber, dass ihr auch mittlerweile angekommen seid. Ja klar. Vorher hast du noch gesagt, du bist da noch nicht. Ey, das ist ja schon wieder 15 Minuten her. Okay. Kein Hammer sein, es kann auch der Hookshot sein oder Titanwitz oder. Ja, eins von denen. Ja. Thank you.
Oh mein Gott. Ich erstelle euch mal einen handgemachten Seed. Also das ist der letzte Seed, den ich vom Big Master annehme. Kettle, Acker, ey, Lektor. Da so oft in die Scheiße lang, ey. Ist halt echt so. Das ist kein Acker-Seed. Ja, das ist kein Acker-Seed. Nee. Habt ihr Acker gemacht, so oder was? Ich hab noch genug zum Tun. Habt ihr Acker gemacht, oder was? Ich nicht. Das sag ich, es ist keiner. Ich weiß, dass es kein Agar-Seed ist, aber es ist Pedestal-Seed. Check's doch mal. Brauche ich bloß mein Buch rausholen und schon weiß ich Bescheid. Und selbst wenn, ist doch nicht schlimm, oder? Nee, ich habe ja Eastern eh schon Full Clear gemacht, von daher. Das geht gar nicht, weil wir kein Item dafür haben. Ja, ich hab einen Bogen. Vielleicht hat er einen Bogen, ja. Wollte gerade sagen. Oh, ihr seid wieder alle weiter wie ich. Super, habe ich nicht verstanden, was da steht. Wie es uns vorher sagst du, aber dann spoilerst du uns halt. Ich weiß nicht, ob ihr das Schild in Eastern schon gelesen habt. Ja. Da stand irgendwas mit Swamp. Aber mehr von der Rest. Soll ich uns nicht sagen, wo, sondern soll ich uns einfach bloß fragen, was? Also, ich hab doch gerade. Wenn zum Beispiel Ice Rod steht oder so, dann brauchst du ja auch schon nicht sagen, weil das weißt du ja selber. Da stand. Das Einzige, was du verstanden hast. Und ganz genau. Du verletzt uns halt jetzt die Location. Mehr weiß ich nicht, was da stand. Na, Cash sagt dir auch was, ne? Stand nix mit Cash. Okay. Da stand es wohl so, oder was? Ich weiß es nicht mehr. Es keine Ahnung, ich weiß nicht, wer in Eastern war, ob jemand in Eastern war. Ich sag dazu nichts. Ich will nicht gespoilert werden und ich versuche auch keinen selber zu spoilern. Diese kleine Ratte, ne? Aber dann kann ich ja mit den Schildern nichts anfangen. Weil das wäre ja. In dem Fall wäre das ja Spoiler dann schon. Ja, deswegen sag ich ja, dann so auswendig. Thank you.
Grüß dich, Togo. Also ich mag den Seed nicht, keine Ahnung. Der ist echt komisch zu spielen. Auch noch nicht. Ja? Ich weiß nicht. Auch ist schon komisch. Ja, ist echt komisch zu spielen, so. Weiß nicht. Aber man findet halt nix auf Progression. Hallo? Ach, endlich. Wie lange dauert das denn? Ohne Witz, man, Biggie hat sie das Stellverbot. ich wollte vorhin schon sagen, ja komm, ich stelle jemand anderes in sie. In 45 Minuten drin und man einfach noch nicht, was einen wirklich weiterbringt. Oh, geht's dir wie mir, ey. Ich bin an dem Punkt, wo ich anfange, Pendant Dungeons zu clearen. Nein! Oh, fuck. Ich hab einen Tod. Ich hab einen Tod und der ist sehr unglücklich. Was sagen? Ich hab auch schon zwei Tode. Ja, ich hab einen gewollten und einen ungewollten. Der ungewollte tut grad. Der eine tut mir gerade umso mehr weh. Es wird, glaube ich, so ein ekelhafter 2 Stunden 20 sind, ey.
Wieso laufe ich hier hin, wenn ich flöten kann? Ach. So, gehen wir nochmal hin, nachdem wir 3 Minuten verloren haben. Übrigens, Biggie, ne, das mit dem Pedestal, was ich gerade gelabert habe, das war eine Lüge, ne, dass du da jetzt drauf reinfällst und dir dann denkst, hey, was soll das? Ich bin noch nicht einmal Dark World. Und ich schätze mal, ihr alle schon. Ja. So, du warst doch der Erste in der Dark World, hast du. Ach, das habe ich nur so gesagt. Warte mal. Was glaubst ja, du, warum ich's? Also Dark World nach 45 Minuten solltest du eigentlich schon die Overworld diktiert haben. Da wo ich vorher gesagt habe. Sonst wäre ich jetzt garantiert nicht in Istan gegangen. Gibt Sinn, oder? Ja. Alter, Alter, Alter. Ich weiß, wo ich gleich hingehe, Alter. Einfach gamblemäßig, mir scheißegal. Da muss was drin sein. Und wenn ich hier fertig bin, habe ich genau 2 Locations, die ich abklappern kann. Ja, Catfish und Pop. Ganz genau. Und die Pyramide halt. Ja. Ich glaube, die Option Catfish und Pot, die hatten wir alle. Jetzt habe ich keine Items gezählt. So, wenn ich bei Ara gestorben wäre, hätte ich Schluss gemacht. Weil ich nur noch ein halbes Herz hatte. Alter, wie kann man bei dem sterben? Ich habe fast alle Herzen verloren dort. Was? Was ja. Machst du? Du hast Zweckstress gemacht. Nee. Hab ich gar keinen Zweck gehabt. Ach doch, hab ich. Okay.
Dankeschön. Kann ich mir Pott sparen erstmal. Ich schätze, ihr seid erstmal alle in Pott rein. Ja. Ja. Du Spoiler. Ich weiß doch, dass ihr da längst vorbei seid. Wieso? Es kann ja auch sein, dass wir in Pott was anderes gefunden haben, was uns auf die linke Seite gebracht hätte. Und jetzt wissen wir alle, dass wir zu Catfish müssen. Ja, richtig. Nee, das weiß keiner. Ja doch. Natürlich, wenn du gerade sagst, du hast Aga gemacht. Hä, warum musst du deswegen zu Catfish? Ja, wenn du sagst, dann kannst du dir Pott sparen. Das sind die einzigen Locations, die offen sind. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Item schon geholt habe oder nicht, Alter. Biggie, du verstehst vielleicht so Aussagen nicht, aber wir sind intelligent genug, um halt Schlussfolgerungen zu ziehen. Jo. Heißt, Catfish gibt's was. Dass ich den Weg nach Pott spare. Jawohl, das ist gut. Und Big weiß nicht, was ein Pott gibt. Ist doch viel besser. Big, lass einfach so aussagen, echt, die sind schlimm. Deswegen mute ich mich auch teilweise für kompletten Race, dass ich so Sachen erst gar nicht hören muss. Trigger, das sieht eh schon genug, ey. Find's gar nichts, Katastrophenscheiße hier. Ja, man hat ja schon bessere. Das ist halt auch wieder so ein Ding, du findest ein Item, ja, geh mal dahin. Ja, ist halt wirklich so, aber dauert halt eine Stunde, bis du so ein Item bekommst, weißt du? Ja, ist halt so. Schon wieder verkackt. Ach, leck mich doch. Was ist denn heute los? Eine Stunde, ich hab doch nichts gemacht, Alter, nichts. Doch, ich hab einen Dungeon. Ja, den hab ich auch. Ich glaube, den hat jeder. Aber den hatte ich nach 15 Minuten oder so. Aber seitdem halt nichts. Ja, ist wirklich so. Sag ich ja, ich bin so verzweifelt, ich clear Pendant Dungeon. Weißt du was, ich mach das jetzt, Alter. Ach, fuck, ich kann... Oh. Geht ja gar nicht, dann mach ich's anders. Okay, also es könnte... War das? Oder jetzt mal einen Check hier machen, was haben wir denn hier? Das ist Pendant, das ist Pendant, das ist Rot.
Mach halt das, war was für mich am logischsten ist. Was ich als nächstes mache. Das hier scheint mir halt gerade mal am Crash. Ich hoffe, es zahlt sich aus. Play. Mein Arm schafft das. Der sieht, das ist so ein 2-Stunden-Ding. Aber ich wette, am Anfang, du bekommst einfach gar nichts und nachher, da nimmt das Ding dann Fahrt auf. Alles. Batz, batz, batz. Ja. Dass du wirklich alles vor den Kopf geknallt bekommst. Und wer ist denn mit deinem Arm? Das ist nicht dein Arm. Mann, ey. Danke. Gibt's doch nicht. Ach, fuck. Das muss. Ja, war klar. Ich weiß, ich muss ehrlich sagen, mit wie viel die V29 besser vom Siegaufbau. Ich weiß nicht, hatte bis jetzt einfach nur immer Unglück mit den Siegs, aber. Das hier, das ist ja echt. Ich weiß nicht. Ich würde halt gerne mal sehen, wie andere Leute den Sieg spielen, weißt du? Den hier, ja, zum Beispiel Andy ja, oder so. Zum Beispiel. Ja, einfach so mal hingeben, hier Andy, zeig mal, wie würdest du den spielen? Also ich hätte definitiv eine bessere Route gewählt, wenn ich hier den zweites Mal spielen müsste. Also nicht, weil ich weiß, wo die Items sind, sondern einfach nur, weil ich irgendwie volles Fail-Routing hatte. Nee, also ja, mit meinem Routing so bin gut. Ich eigentlich echt zufrieden. Ich meine, ich hätte es nicht großartig anders routen können, sag ich mal so. Ich habe jetzt eh ein anderes Play gemacht, als ich eigentlich machen wollte. Hoffentlich zahlt sich so aus, ansonsten ärgere ich mich nachher. Also verhungern müssen wir bei dem Sieg auf jeden Fall, ne? Ein Arsch voll Geld habe ich hier. Ja, ja das ja. Ich glaube, Link macht gleich Pause und scheißt auf die Prinzessin, kauft sich eine Villa und wandert aus. Ohne Witz, lässt ein paar Nutten kommen und gut ist. Nutten und Koks und dann Party. Koks und Nutten, Nutten und Koks. Scheiß auf Ganon. Ich will auch noch was schicken, also was willst du? Party, ja, und mitfeiern, ne? Ganon will auch noch seinen Spaß.
Mein, wer kann es ihm verdenken, ja? Ich meine, der Bösewicht steht nicht auf Panse. Ich hasse, wenn ich dieses RNG bekomme. Eine Out of Lyric Kiste. Ich hätte doch das andere mehr machen sollen. Und ich weiß nicht, wie viele Items jetzt hier sind. Ich merke schon, wie ich wieder leicht aggressiv werde wegen der Kacke, ja. Was soll ich jetzt machen? Na komm, fuck off, Alter. Headcheck, ohne Witz. Headcheck, let's go. Es ist halt das Problem, man hat alles, was man braucht für diese Dungeons. Oh fuck. Ach, wie kann ich das noch, ey? Wenn schon so ein Arschloch zieht ist, dann spürt man auch 100%. Wow! Leck mich doch, warum bin ich hier nicht früher hin? Ich hab's einfach verrafft, dass ich die Flippers hab. Ohne Witz, weil ich hab's halt voll verrafft, dass ich die Drecks-Flippers hab. Jetzt hast du aber auch gespoilert. Ja. Warum? Ja. Weil ich jetzt weiß, dass du Quake holst. Cool ist. Ja, weil ich jetzt weiß, dass du dir Quake holst und damit wahrscheinlich in Misery Maya reingehst, weil dir vorher Quake gefällt. Nein. Also so Analyse jetzt von mir. So, was gibst du mir? Weil ich voll verrafft habe, dass Ice Palace in dem Fall offen ist. Ach so, okay. Kam mir gerade so auf dem Weg zum Pad. Denke mir so, fuck, Alter. Ja, ich meine, ich mache jetzt eh gleich den Play, den ich eben gesagt habe. Ich habe zwar keine Ahnung, was bei Misery Maya ist, aber. Das ist halt echt bitter, Mann. Der voll verrafft. Weiß auch gar nicht mehr, wo es die gab. Ich schon. Ach doch, genau. Ich
glaube. Da dachte ich mir dann noch, ja, die bringen mich jetzt auch nicht weiter. Zu dem Zeitpunkt. Jetzt mach ich das fertig, dann hab ich die Ecke hinter mir. Der Seed macht keinen Spaß. Oh, Namen Lotus. Fuck, meine Kippe ist abgebrannt. Jetzt hätte ich mal einen guten Zug vertragen können. Mann, oh Mann, dieser Sieg. Ich habe eh schon eine ungefähre Vorstellung, wie es weitergehen wird. Und Big ganz ruhig, regt sich jetzt, ja, immer wenn ich was sage, sagen sie, soll ins Maul halten. Jetzt sage ich gar nichts mehr. Ja, ist echt so. Big, du kannst reden und nur nicht spoilern. Ja, da habe ich keinen Bock zu reden. Also, du willst nur reden? Du willst nur reden, wenn du spoilern kannst. Nee. Aber es könnte sein, dass da wieder was rausrutscht und dann darf ich mal wieder euren Stress anhören. Was mache ich denn? Ich kann die Scheiße doch gar nicht machen. Ich habe keinen fucking Hammer, Alter. Außerdem gibt's genug, die im Rest spielen, ohne was zu sagen. Ein Spiegel wird's auch tun, mein Freund. Und ein Spiegel wäre halt echt nice. Oder ein Hammer endlich mal. Der Spiegel macht meinen Routing so kaputt gerade. Was soll ich so. Den Seed kennen, ist da bestimmt was. Okay, ist das. Da muss ja was sein, das geht ja schon gar nicht mehr anders. Aua. Also wenn hier nichts ist, hab ich noch eine Location. Jo. Wenn du ehrlich bist, habe ich nämlich nichts gespoilert vorher. Doch, hast du. Du hast nur nicht verstanden, dass du was gespoilert hast. Das ist in dem Fall Catfish gespoilert. Okay, machen wir einfach mal Butter bei die Fische. Werte zu dem Zeitpunkt die Titan schon mal. Ich hatte sie schon. Hattest du sie schon, Big? Ja. Billy? Ja. Okay, also hatten wir sie alle. Ja. Aber es geht ums Prinzip. Dass wir den Pot zum Beispiel was anderes gewesen wäre, was uns weitergebracht hätte. Ich sehe doch nicht den Pott, wenn auf Catfish dann der Bogen liegt. Nein, wie kommen wir gar... Ich habe mal eine andere Frage. Ja. Warum gibt mir der Mann nicht, obwohl ich grünen Pen dann schon gemacht habe? Der gibt dir was. Mir gibt der nix. Doch, der hat dir was gegeben. Ansonsten hast du wieder falsch angekreuzt. Ich habe ein Menü nachgeguckt und das ist richtig. Was war da jetzt in der Kiste drin? Jetzt habe ich gar nicht gerafft. Okay, das. Also ich kann nur so viel sagen, mir hat er was gegeben. Ja, mir auch. Jo. Ich gehe einfach jetzt mal davon aus, da war nichts Wichtiges, weil mir der gibt mir nichts. Vielleicht hat er es dir schon gegeben, du hast noch nicht gerafft, so wie du den Big Key in GT immer nicht raffst.
Nee, der hat mir wirklich nichts gegeben. Der hat dir was gegeben, Vic. Okay. Okay. Also Flaschen hat man auch genug im Seed. Er hat Flaschen, er spoilert! Ja, da bin ich mal so frei. Ach, was werde ich denn jetzt so oft getroffen? Aber ein Hammer wäre halt echt mal noch nett. Also hier auch nix. Kann ich hier noch das checken und das und dann... Hammer, Spiegel, Hookshots, irgendwie so. Ja, irgendwie sowas mal, das wäre halt echt Bombe. Weil so langsam gehe ich echt out of locations. Den einzigen Vorteil, den ich gerade sehe und was mich so ein bisschen beruhigt, ist, dass wir alle über 2 Stunden brauchen werden. Mir fehlen noch eins. Außer zwei, Manu. Drei. Außer Manu hat wieder so ganz still und heimlich die krassen Plays gemacht. Wir wissen gar nichts und er hat schon. Spiegel, Hammer. Wahrscheinlich. Fire. Schon alles am Start bei denen. Fire Rod, Ice Rod, alles wahrscheinlich schon. Bitte sei noch da, bitte sei noch da. Oh, danke schön. Ja, das ist nicht das. Mann! Dieses Fail-Play schon wieder. Ah, wir brauchen jetzt... Ja, den brauche ich jetzt. Den hier, genau den hier. Er muss hier sein. Und wie man sieht, der Bug ist wieder aufgedreht. Welcher Bug denn? Dass in Kakariko die Standardmelodie vorgespielt wird, also in der normalen Welt, als die Kakariko-Musik. Nicht dein Anstieg. Also das haben wir bekommen und... War das schon? Ja. Was hatten wir jetzt noch? Manchen. Gehen wir das noch checken und dann... Dann machen wir den Seed aus, weil er nicht aufgeht. So, fertig. Das macht man. War klar, okay. Dann muss man dahin. Dahin. Da hätte ich wahrscheinlich auch bomben können, ich Idiot. Covert da einer los oder was? Ja, hört sich jedes Mal so an, wenn er das macht. Achso! In Wirklichkeit bin ich halt schon mal in Moldau 2 und ein scheißer Fuckshot. Ich habe gerade zu Aganim 2. Wie läuft bei dir? Ja.
Ja, dann nehmen wir uns ja schon das hier mit. Ich glaube, selten finden wir schneller gewesen, aber egal. Du musst es ausschreiben. Und, ja, morgen. Das, was du geschrieben hast. Mal so eine Frage, Interesse halber. Hat schon irgendjemand Pat gecheckt? Nee. Pat hat nur Abfall. Was muss ich denn jetzt ausschreiben, damit ich alles sehen kann? Multitool. Ach, ein Igel! Mein kleines Scheißerli. Ich bin aus Versehen hier mal so reingerutscht. Du kannst jederzeit reinkommen. Als wäre es deine Freundin. Ich wollte gerade sagen, das passiert halt öfter mal, ne? Irgendwo aus Versehen reinrutschen. Ja, ich muss ja, steckst nicht, also dann doch. Also. Ich steck mal nicht drin. Ja, was ist mit Tito, der Muschi, los? Jetzt immer so um 6 Uhr schlafen gehen? Ja, der hat gesagt, ich habe gesagt, Tito, wie sieht's aus? Race heute, ne? Ich mach dich kaputt, du Fotzenschwein. Nee, hat er gesagt, ich würde mir das bitte verbieten. Nee, er hatte irgendwas gesagt von wegen, nee, er muss irgendwie 14 Uhr. Dann machen wir hat er gemeint. Das. Hat ein Teto. Heute 14 Uhr unterwegs, dann noch nie gewesen. Ich schmeiß mich gleich hin. Ja, man muss denn pennen, keine Ahnung. 14 Uhr unterwegs sein, ja, das Multitwitch funktioniert nicht. Wollte ich jetzt auch, wenn schon, allen zugucken können mit diesen Schweine. Ja, warum geht das nicht? Wir sind alle scheiße, das sieht es total von Arsch. Ich bin mitten im Ziel, ist mein Internet komplett abgeratzt und ich musste erstmal eine Viertelstunde Pause machen, bis mein Internet wieder da war. Das war kacke. Dann habe ich vergessen, mir eine Red Potion zu kaufen, damit ich einen Bottle Witch machen kann in POD. So was macht man nicht. Doch. Der lohnt sich wirklich. Da, jetzt geht's. Ihr wollt das Racer folgen? Dann macht es doch einfach, indem ihr den Link klickt. Nee, so klingt das ja blöd. Dann will ich das doch nicht. Wie sollen wir das anders schreiben? Nö. Das ist genau richtig. Ich hoffe ja, hier gibt's. Dreck. Aber ich mag trotzdem Katka lieber, deswegen stelle ich mir das gerade mal auf Katka um. So, Katkas sind doch alle gleich. Nein. Was ist bei Katka bitte anders da? Das Design. Ich mag die Layout, das Layout einfach. Das, also Standard-Layout bei vielen Leuten eigentlich irgendwie besser. Deswegen, also vor allem. Das ist halt so ein krasser Umweg. Es sieht immer schön aus. So, bei irgendwem sich Werbung. Wer schaltet denn Werbung? Was ist das denn? Wieso wird nicht geblockt, ey? Habe ich in letzter Zeit aber auch, dass die Werbung nicht mehr geblockt wird. Bei alle ist es die Werbung dran, egal wem ich anschaue. Nee, nur bei Sorry am Losgeld, alle anderen hatten keine Werbung. Hatte ich bei Legends bei Big aber auch eine Werbung. Das ist meine Werbung, weil ich so gute Qualität liefere und mein Stream auf 4K läuft. Also mache ich immer diese Werbung, damit ich mir das auch leisten kann. Ja, jetzt wo du sagst, ich sehe bei dir 360p. Ich glaube, es sind nicht mal 360p, mein Freund. Es sind eigentlich 120p. Mit du hast mit Abstand die schlechteste Quali von allen. Billy the Kid streamt hier mit 180p. 1080. Ja, 1080, also 1080. Ja. Schon klar. Ich streame mit 1080. Ich kompensiere also meine schlechte laut Qualität Dings mit meinem krassen Gameplay. 720, mit 720. Ich habe jetzt nichts verstanden. Du, wenn es meine Leitung mit war, warum sollte ich nicht in 1080 streamen? Ich streame auch in 1080, aber ich habe es ehrlich gesagt lange Zeit nicht gemacht, als ich nur Rando gemacht habe. Aber wenn ich mal was anderes streame, will ich auch 1080 streamen können. Für Rando lohnt sich eigentlich nicht. Es würde keiner merken, wenn du jetzt in 480 zum Beispiel streamen würdest. Geht gar nicht, ne? 480 haben sie leider nicht. Was eigentlich ein guter Kompromiss ist, gerade für sowas. Unterschied, ne?
Was? Wenn man die Cam hat, dann sieht man schon einen Unterschied. Hängt ab, wie groß die Cam gemacht hast, ne? Aber keiner von euch hat die Cam, Mann, das finde ich auch interessant. Nee. Weiß man schon, die Leute, die nach nix aussehen, die hängen beim Biggie rum. Ja, ich will halt nicht mit meinem hübschen Gesicht von meinem krassen Gameplay ablenken, das ist halt die ganze, oder? Ja, ne, ich will mit meinem hübschen Gesicht von meinem schlechten Gameplay ablenken. Ich kann das noch checken und das noch checken. Dann oder wenn ich scheiße spiele, dann sagen die sich ja, Kaiser. Ja, aber guck mal, wie der genau aussieht. Was hatte ich denn anderes erwartet? Kaiserschmarrn ist da. Ja, Kaiser ist bei mir noch so. Guckt auch mal eine Digga, krasse Low-Qualität an. Ich sag euch mal, was ich jetzt gekriegt habe. Warte mal. Ich glaube, ich sag's besser nicht. Nee, das ist nicht. Es könnte sein, dass es mindestens einen geben könnte, der es noch nicht hat. Was ich hab, oder? Ja, ich sehe euch alle. Ist schon okay. Ich weiß, was du sagen wolltest. Ist alles gut. Also, ich würde sagen, lass es gerade, weil es gibt mindestens eine Person, die es nicht hat. Und deswegen. Ja. Good to go. Könnte es den Wettbewerb verzehren. Ich bin ja wahnsinnig aufgeregt, weil ich überlegt, dann habe ich einfach gar nichts mehr gesagt. Naja, wenn ich sehe, dass das alle anderen schon haben und du sagst, hey, weißt du, was ich gefunden habe? Und dann sage ich, ja, kannst du ruhig sagen. Ist den anderen mittlerweile egal. Dann finde ich das ja nicht so schlimm. Ja, aber das, was ich vorher gesagt habe, da war ich mir so sicher, das haben alle. Darf man eigentlich sagen, wenn man in Go-Mode ist? Das kannst du machen, das hilft ja niemandem. Darf man es eigentlich vorwarnen, wenn man jemanden auf die Schnauze hauen will? So? Oder macht man es einfach? Das macht man einfach. Nee, das würde ich einfach machen, weil sonst wehrt er sich vielleicht. Und das ist ja dann nicht mehr so cool. Erfordert zwar mehr Skill. Ja, jetzt kacke ich sogar das hier. Aber ich weiß nicht warum, aber letzte Zeit kriegst du es öfter hin, wenn ich beim Swarm Palace das Dingens ziehe, ne? Ja. Dass ich dann auf dem Rückweg schon direkt wieder im Run bin. Irgendwie, das funktioniert auch. Ja, du musst einfach, während du ziehst, einmal loslassen, dann nochmal halt draufdrücken und drücken. Ehrlich gesagt, ich mach das irgendwie so automatisch, es funktioniert automatisch. Ich habe das nie gewusst, dass das überhaupt geht. Es ist irgendwann einfach passiert. Und in letzter Zeit passiert das halt einfach immer. Und das, irgendwie ist das cool. Ja, das Spaß halt wieder, so ein paar Frames. Also. Ja, ist natürlich minimal, aber sieht halt so aus, als hätte ich was drauf. Ich weiß nicht, ob einer das mitbekommen hat. Ich sammle ja diese Clips, wo irgendwie englische Streamer versuchen, meinen Namen zu sagen. Ich habe jetzt gerade einen von Chris Thorn bekommen. Der Toma Eagle. Ja, genau so klingen die immer. Ich hatte vorher 45 Sekunden Clips mit Andy und Sakura und Vitorp und hier, wie heißt der andere Typ? Keine Ahnung, auf jeden Fall Leute halt, die dann versuchen, meinen Namen zu sagen. Ich clip das mittlerweile alles und schneide das mal so in Videos zusammen, weil ich finde das irgendwie witzig. Hab ich noch was? Sind ich nix. Hab ich Magie? Magie habe ich auch nicht. Kann ich den clearen, kann den. Noobstrands, einfach drauf da! Ab! Wen hacken gerade? Nein! Warte, das kannst du bringen. Noob Strats. Nein, das funktioniert nicht. Nein, es hat doch nicht funktioniert. Oh nein. Warum machst du das? Das ist doch dumm. Ich sehe es ja erstmal so ein bisschen später, aber ich dachte, das willst du nicht wirklich tun. Und dann habe ich dich schon gehört, wie du es gedacht hast. Kannst du drehen, das wird nichts. Attacke! Nee, weil ich bin jetzt wahrscheinlich eh so krass behind, weil ich alles andere erst gemacht habe. Nee, gut, ich hab gerade 2 Elber gemacht, ne? Also, ich bin jetzt selber gerade ein bisschen. Bloß es war erstmal schon Agar-Seed von Anfang an. War ein Griffel auf Lumberjack. Und, dann hat noch der Bogen gefehlt am Ende. Aber der war dann Kingstomb, also. Boah, das geht eigentlich nur Kingstomb. Ich weiß nicht, wo die ganzen Tafeln hier sein. Ja, dann gibt Übersichten. Dann interessiere dich dafür und google das nach. Hab ich eigentlich Dinge? Nee, hab ich nicht. Ach. Aber ich glaube, soweit ich weiß, ist auch angedacht, mittlerweile für die größeren Communities auch Übersetzungen zu machen, ne? Ey, übrigens, ich bin extrem überrascht, wie gut oft ich jetzt den Hammerjump immer hinkriege. Den hab ich noch nie hinbekommen.
Also echt noch. Da habe ich noch nie getestet, muss ich ehrlich sagen. Ich hab's 3-4 Mal gemacht, ich hab's nie hinbekommen, deswegen sage ich ja. Nee, mittlerweile, also ich habe ihn die letzten 3 Male immer hinbekommen. Also die letzten 2 Male war das auch gut. Das vorletzte Mal war schlecht, weil ich hatte gar keinen Big Key. Welchen Hammerjump meinst du denn? Hammerjump, das ist der in POD, wenn über den zerfallenden Busch läuft. Das hab ich schon gleich. Achso, der ist sauschwere, oder was? Geht. Der ist gar nicht so schwer, ehrlich gesagt. Ja, ich finde den sauschwer, ich krieg den nie hin. Ja, nur weil du nicht hinkriegst, ist er nicht sauschwer. Also. Kaiser sagt, ich würde nicht alles tracken. Ich finde den schwierigsten Bombjump finde ich nicht mal den, sondern den schwierigsten Bombjump finde ich ehrlich gesagt den, wenn du Skull Woods in die ach du Kacke. Wenn du Skull Woods in die jetzt seid mal kurz. Wenn du Skull Woods die Big Chest aufmachst und wieder nach unten Bombjumpen willst, weil du vielleicht von oben gekommen bist. Den finde ich viel schwerer. Wie mache ich denn den Penner jetzt? Dick, was machst du da? Ich finde schön, dass ihr irgendwie euch alle komplett woanders rumtreibt. Also ihr seid überhaupt gar nicht null synchron. Ihr seid alle völlig woanders, überhaupt nicht mal ansatzweise in der gleichen Gegend. Also ihr seid, wenn ich das mal kurz sagen darf, ihr seid alle in einem Dungeon. Und zwar alle in einem anderen. Und das ist irgendwie ziemlich cool. Ich gedacht, ob das gar nichts gibt. Scheiße, Alter. Schon nice, wenn so eine komplette Divert. Also, ich habe leider den Anfang ja nicht mitbekommen, aber es ist schon irgendwie nice anzusehen, wie ihr einfach völlig woanders seid. Mir fehlt irgendwo eine Truhe. Billy, wie lange spielst du schon? 2 Monate oder so. Okay, also auch so ungefähr wie ich. Aber ich bin ganz froh, dass das Race vorhin so gut geklappt hat. Da kann ich jetzt mit einer vernichteten Niederlage... Vor dem Turnier angefangen oder nach dem Turnier? Also bevor es als das Turnier schon lief? Boah. Okay, bist du auch mal nicht mit eingestiegen? Nee. Okay, ja, ich bin da direkt mit eingestiegen, obwohl ich keine Ahnung hatte. Weil Bonsai gesagt hat, Igel, spiel mal mit Turnier mit. Ist das so, Digga, ich bin froh, wenn ich meine 2.30 schaffe. Was willst du von mir, du dummer Ficker? Er sagt, ja, es passt schon. Hauptsache, du machst mit. Er sagt, ja, meinetwegen. Hauptsache, wir sind... Ja, also eigentlich das Hauptargument war, Hauptsache, wir sind mehr als die Franzosen. Ja, Kaiser, dabei. Kaiser, das ist echt was. So, du meinst das deutsche Turnier? Nee, deutsche Turnier, keine Ahnung. Nee, das war danach, glaube ich, wo ich angefangen habe zu spielen. Aber davor ja, halt Monate, schon. Das muss jetzt ziemlich die Zeit gewesen sein. Ich bin kurz vorher angefangen, wirklich so 2 Wochen vor dem Turnier habe ich angefangen. Wir dann Bonsai hier machen mit. Das ist echt ein totaler Anfänger, Digga, das ist dir schon klar, ne? Und er sagt so, ja, passt schon. Brauchen ja auch ein paar Leute, die verlieren. Ja, weil ihm ist das ja mir wurscht. Hauptsache Leute, gell? Bonsai ist doch genauso scheiße, Alter. Ich weiß noch, wie ich den Ficker Rango beigebracht habe, weißt du, und dann band er mich einfach. Du kleine Mistbrot, die hässliche. Ja. Nee, und der ist ein bisschen komisch, finde ich. Der hat mir auch blöd angeredet. Ich bin auf Platz 62 geworden. Platz 63 war. Ja. Platz 63 war freilos und Platz 64 war Big Master. Was? Was wolltest du sagen über Bonsai-Bier, Digga? Bitte? Dass der eine kleine, fette, hässliche Mistgeburt ist. Du weißt nicht, ob er fett ist. Ist egal. Aber der Rest. Ich will jetzt auch nicht zu dem Bonsai sagen. Ich kenne ihn nicht weiter. Ich bin gegen den Trigger. Ich habe ihm nur 3 Mal gesagt, Alter. Keine Ahnung, so. Er hatte mich damals angesprochen mal irgendwo im Stream und hat gesagt, komm, mach mal mit. Da habe ich gesagt, okay. Mehr weiß ich eigentlich nicht von ihm. Und das halt, als ich habe Commentary gemacht auch im Tournament halt. Und ja. Nee, der ist ein bisschen komisch. Ich habe mich ja beworben zum Commentary und der hat abgelehnt. Und die Begründung, weil ich schlecht sehe. Was ist denn das für Begründung?
Ja gut, ich sag mal, du siehst nicht mal, wenn du eine eigene Big Chest aufmachst, irgendwie. Ist halt so. Der Big Key, also. Ja, aber das kann Big Key ich. Chest auf und du siehst den Big Key nicht. Schon, aber das sehe ich schon so. Weil man damit an halt. Augen hinguckt. Weil ich hatte alle Fragen richtig beantwortet. Ich meine, Tade darf ja auch. Was muss man da Fragen beantworten, oder was? Ja. Ja, ja. Echt? Also gar nicht mal so simpel, muss ich zugeben. Oh, also, was sind das für Fragen? So zum Beispiel. Oh, ich kann sie mich jetzt. Also wie viele Schlüssel gibt es im POD? 6. Ja. Ja, korrekt. Aber so ein bisschen. Die sind nicht unfassbar schwer, aber du merkst halt, du musst schon dich ein bisschen mit beschäftigt haben, damit du es beantworten kannst. Weil ich muss zugeben, ich habe mir bis zu dem Zeitpunkt noch nie Gedanken gemacht, wie viele Schlüssel POD hat. Aber völlig egal gewesen. Ja, es kommt halt auch erst, wenn du Key Sanity spielst. Dass dich das wirklich interessiert. Ja, okay, schon, aber bis dahin habe ich nie Sanity gespielt. Das habe ich aber nachgegoogelt, weil das wusste ich auch nicht. Nee, hab ich auch. Also, da muss ich jetzt. Ich habe alle Fragen beantwortet, aber ich habe gegoogelt. Ja. Nee, ist ja wurscht, ich auch. Also, habe ich auch gegoogelt. Wie soll ich das wissen? Wenn du mir jetzt fragen würdest, wie viel Keys in Turtle Rock gibt, plus die Keys unter den Pots, das könnte ich dir nicht sagen. Beziehungsweise die Enemy Keys. Ich glaube, das sind. Ja, wollte gerade sagen, ist auch irrelevant. Jetzt ein Quatsch für den Dings. Aber ich meine, warum bei. Alle gerade bei. Also bei POD ist ja auch. Ich meine, POD musst du sowieso. Also. Wenn du nicht im Go-Mode bist, dann machst du ja sowieso alles. Also ist ja irrelevant. Ja. Bei Turtle Rock ist ja nur die Frage, kann ich Laser Bridge. Oder beziehungsweise, also finde ich vor dem. Bei dem Lava-Dingens da den Big Key oder nicht? Weil dann habe ich einen Schlüssel zu viel. Wenn ich einen Schlüssel zu viel habe, dann kann ich halt Laser Bridge skippen. Das ist ja die einzige Frage, die relevant ist. Alles genau. Andere ist ja irrelevant eigentlich. Das sieht kommt nicht so krass. So, Shiva, ich würde von dir jetzt mal mittlerweile erwarten, dass du das nicht mehr mit einem Spiegel machst, sondern mit dem Enterhaken. Da musst du nämlich nicht wechseln, Spaßzeit. Irgendwelche Truhen schieben, oder? Das klappt bei mir nicht. Üben. Hab ich auch gemacht, ich mach's mittlerweile auch. Also ich hab's so gemacht wie du. Ist ja nur Kleinigkeit, aber man muss ja auch cool sein. Du machst aber auch, kommt drauf an, wo. Aber wenn ich in den Swamp reingehe, habe ich eh den Spiegel in der Hand. Dann mach ich's mit dem Spiegel. Ja, eben. Es geht gerade um eine Stelle, wo man gerade sowieso. Dann wird's Dark Death Mountain sein, da macht man's mit dem Hookshot. Weil den hast du im Normalfall sowieso ausgerüstet. Naja, er ist gerade bei Ganon, deswegen. Kann auch sein, dass. Ja, aber Gen habe ich auch mal den Spiegel ausgesucht. Ja, ich auch. Ich mirror den einfach mal weg. Easy. Nice. Ich glaube, dass keiner von uns bei Gen. Schön, dass du dich noch retten konntest, Shiva. Also, ich gehe einfach mal davon aus, dass jeder weiß, was auf dem Pad ist, oder? Nee, ich weiß es nicht. Aber die anderen. Die wichtigen Leute. Ja. Okay. Bin sonst ich. Wäre ich noch nicht in Go-Mode. Ja. Lass das nun gerade mal Revue passieren, so mein letzter Petpool 1,59 und jetzt nach 1,30 erstmal Pet gezogen. Ne, ich hab Pet gezogen, ich hab mir meine Items anguckt, hab gesehen, okay, ich hab alles zum Clearen von allen Dingen, Pedestal Dungeons. Dachte mir nur so, okay, fuck off, das ist ein Pet-Seed. Ich hab Pet nicht gecheckt, ich hab's blind gezogen. Oh, ich wollte es halt nicht wahrhaben. Ich bin überall rein, hab die Items rausgeholt, bin wieder raus, war mal dann. Ja, ich hab's mir schon gedacht, dass Pet sieht. Ne, ich hab Pet wirklich blind gezogen. Wann hast du das gemacht? So nach 50 Minuten, eine Stunde? Oder? So was, ja. Ja, war ich eine halbe Stunde hinter dir. Boah, was mach ich eigentlich? Vor lauter Quatschen wieder. Ach, ich hab ja noch gar keine. Da wo ich gesagt habe, ich hab das verplant, dass ich die Flippers hab. Da hab ich's Pad gezogen. Weil es kam ja, in dem Moment halt wirklich. Ich hab bei Blind halt einfach zu spät Escape rausgeholt. Was für Feier? Ich doch mal rein, ey. Ich find's aber interessant, wie oft Fehler einen Vorteile bringen. Ich hab's einmal gedacht, dass ich im Go-Mode bin, weil ich was falsch getrackt hatte. Und hab deswegen den Swamp Palace gegomodet. Und das eine wichtige Item, das sie eigentlich hätten noch gebraucht,
war halt auf dem Boss und ich hab's wirklich eben alles andere ausgelassen und dadurch mega Zeit gespart. Ja, das hat manchmal dann auch Vorteile. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich wegen dem Fehler tatsächlich Zeit gespart habe, weil ich Sachen ausgelassen habe dadurch. Gut, wenn ich ehrlich bin, ich habe Aga hier und dem Seed gemacht, ich war nicht einmal in Eastern drin. Ich habe alles gemacht, Alter. Fake Flippern, Eastern. Ja, Fake Flipper habe ich auch gemacht, aber Eastern dachte ich mir so, fuck off, man, Eastern. Okay, also laut Tracker haben nicht alle Aga gemacht. Ist das richtig? Ach, ich hab meine angekreuzt. Okay, wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist es, wenn es ein Aga-Seed gewesen ist. Ja, ja. Scheiße, Mann, leck mich doch am Arsch. Ja, du. War ein dreckiger. Hat mich einer gecheatet. Aga Pedestal Seed. Was Dreckiges hatte ich schon. Hatte ich das überhaupt schon mal? Doch, ich. Ja, bei dir ist auch kein Wunder, du erstellst ja auch solche Seed. Weißt du wann? Ja, ist halt wirklich so. Jeder weiß wann, aber ein paar wissen. Ja, natürlich, als ich Vanilla gespielt habe. Ja. Ja, jedes Mal ärgere ich mich wie Sau und denkst so, komm, spielst du wieder Zelda Vanilla, ne? Und dann, ey. Aga Pedestal Seed. Jedes Mal, ey. Super scheiße. Wo ich doch das Speedgaming-Race hatte. Das soll ich mir mal einen Hookshot ab, denn ich weiß, dass ich. Das einzige Rennen, das ich gewonnen habe in dem scheiß Tournament, war ja wohl einfach ein Traum. Was, du holst dir jetzt erst den Hookshot? Ja, ich hab vor 5 Minuten erst Pets getrunken. Hat eigentlich einer von euch das Rennen damals angeguckt? Von mir gegen Lemmy-Lem? Ich glaube, ich habe da ein bisschen reingeguckt. Ich weiß es gar nicht mehr. Also, ist ja auch nicht wichtig. Also, der Punkt war, es war wunderschön, dass ich überhaupt gewonnen habe. Weil, passiert ist das dadurch, dass, wir alle Dungeons machen konnten und keinen Enterhaken hatten. Ja, das ist. Der war in Gens Tower oder was? Und der war in Gens Tower. Da hatten wir ja gestern auch so einen Sieg gehabt. Im Tyrone. Vorgestern war es, oder? Und er hat irgendwie vergessen, dass es den Tyrone gibt. So, übrigens hier der Baumjump wieder zurück, den finde ich mega heftig. Eben, du brauchst ihn jetzt nicht, Big, aber, ne, also der ist übel. So, ich habe ihn doch gemacht. Nee, du hast den hingemacht, nicht wieder zurück. Hin finde ich den okay, zurück finde ich den schwierig. Ist genauso leicht. Nee, gar nicht. Oh krass, wo hier das Zeug liegt. Ich habe das ja noch nicht mitbekommen, wo hier was ist. Aber meine Fresse, ey. Das ging jetzt an Sorry, I'm most Geld. Ekelhaft, das sieht. Jetzt weiß ich erstmal, wo hier andere Leute das her haben, was du da hast. So. Ja, danke schön, dass du mir sagst, wie weit. Falls es andere Leute vielleicht möglicherweise hätten. Nee, ich denke, Manu ist vor mir, Billy sowieso, aber ich denke nicht, dass ich noch vor Big bin. So. Das ist das Wichtigste. Also, Wobei, erstmal könntest du tracken, was du hast, das wäre schon mal nicht schlecht. Kein Bock. Ich bin beschäftigt. Aber ansonsten würde ich sagen. Wobei, bei Big. Ich glaube, Big könnte sogar auch gerade vor mir sein. Einfach aus dem Grund, dass er halt so eine Scheiße macht mit meinen Petbullen. Aber ich werde wegen meiner. Ich glaube sehr weniger. Ich werde wegen meiner letzten. Gebt mal euch alle müde. Es gibt hier eine Person, die vielleicht ein bisschen den Rest wegzocken wird. Ja, Billy ist. Aber die restlichen drei sollten noch in der Lage sein, sich gegenseitig auf den Sack zu kloppen, wenn sie das denn wollen. Von der Seite aus würde ich sagen, hau rein, mach keinen Scheiß, du kannst immer noch Zweiter werden. Ich versuche auf jeden Fall noch mal einen unter 220 zu machen. Toll, oh, das so könnte ein Sub 2 werden. Yes, let's go, Billy, let's go. Ja, ich würde aber gesagt, arschknapp. Also wenn ich jetzt ehrlich bin, ich würde das mindestens mal erwarten jetzt, ganz ehrlich. Also zieh durch. Ein Sub 2 Aga Petseed ist schon eine gute Leistung, aber ist durchaus machbar. Ist durchaus machbar. Ach gut, warte, ich muss da eh nicht mehr hin. Aber bevor ich da hochgehe, gehe ich mal. Ah, jetzt weiß ich aber nicht. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie es jetzt liegt, ne? Also, ob du, was ich vorhin erzählt hatte, was du. Achso. Ach, krass, du willst jetzt hier nochmal. Ja, komm, egal. Fuck, let's. Achso. Ja, pff.
Ja, gut, okay, reicht. Jetzt verschwende ich so viel Zeit auf den Mist. Mit der Ausrüstung, die du hast, bist du auch immer frei gerüstet. Natürlich. Normal schon, aber wenn ich an den Sieg vorhin denke... Ich wäre tatsächlich, an der Situation wäre ich nicht mehr hierher gereist. Also hätte ich weggelassen. Ja, aber das dachte ich mir im letzten Seed auch. Ich war eigentlich top gerüstet und alles. Dann habe ich bei Coldster verkackt. Hab einen Ice Rod Shot daneben, einen Fire Rod Shot daneben gesetzt. Hab mich übelst getriggert, durfte ich komplett Ice Palace nochmal runterlaufen. Dann habe ich bei Trinex verkackt, weil ich nur Master Sword hatte. Oh, immer diese Death Warps mit Fairy, ey. Das ist das Beste. Ah. Also, glaube ich, für dieses Mal. Das habe ich mittlerweile gelernt, darauf zu achten, dass ich wenn ich eine Fairy habe, dass mir das klar ist. Aber das Schöne ist, meistens, wenn ich eine Fairy hatte, dann hatte ich auch einen Spiegel. War es ja immer wurscht. So, okay. Ich warte nicht aus auf der Floating Island, dass ich bisschen laufen muss. Ich auch. Ja, guck mal, hier auf einmal die Items kommen, ne? Ja, mit dem Pedestal wird's nochmal richtig eklig, die Overmap. Okay, Entschuldigung. Billy, gib Gas. Was sind deine Billy? Bei normal Open 1,35. 1 fucking 35 nach 2 Monaten, du alte Drecksau. Ja. Du musst auch mega lucky Seed gewesen sein, oder was? Ich habe auch letztens, wo ich das erste Race mit den Leuten hier gemacht habe, da habe ich alle abgezogen mit einer Zeit von, was hatte ich, 1,45. Hat Teto mitgespielt, Biggie, Low. Yo, was ist denn bei dem nicht in Ordnung? Bist du irgendwie, hast du keine Ahnung, Autist oder was? Was, wer? Ey, was macht der denn jetzt hier so eine Zeit nach 2 Monaten? Was soll denn das? Kann er nach einem Jahr machen? Oder denn jetzt? Ich muss aber auch sagen, ich hatte auch noch ein Jetseed gehabt nach 1,5 bis 2 Monaten, wo ich eine 1,28 rausgehauen habe. Ja, schön, aber doch nicht selten, zwei. Alter. Nee, ich glaube, ich hatte 2 oder 3 Jetseeds, die grundsätzlich da gewesen wären. Und da habe ich jedes Mal einen unfassbar dämlichen Fehler gemacht und mir die Zeit versaut. Also einen lockeren 1,40er hätte ich, glaube ich, neulich machen können. Da habe ich vergessen zu tracken, dass ich TA gemacht habe. Und bin deswegen nicht zur Fat Fairy gegangen. Wo natürlich das Go-Mod-Item lag. Da war das nicht bei es letztens gewesen? Ja, das war neulich, ja. Und da wäre ich locker dabei gewesen. Da war ich vor Tito gewesen, mal ausnahmsweise. Bis zu dem Zeitpunkt alles richtig gemacht. Und dann. Mit Ravis war das noch. Ravis hat es nachher noch rausgezogen, aber gut, Ravis hat einfach auch die bessere Execution. Und auch noch ein bisschen Luck gehabt, deswegen, weil er ein Item verpasst hat, weil er einfach andere Checks gemacht hat dadurch. War ein bisschen früher im Go-Mode. Ich diesen Raum hasse, Alter. Aber ich hab locker mal einfach. Nein! 15 Minuten verschenkt. Oh, komm. Jetzt mach keinen Fuck, Junge! Völlig unnötig, aber wenigstens hast du das. Ja, natürlich. Die scheiß Truhe noch gemacht. Natürlich war das. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich ja. Weißt du, wenn ich sowas sehe, denke ich mir schon wieder, wieso schafft so ein Arschloch eine bessere Zeit als ich? Nein, ist schon okay. War auch unnötig gerade. War mehr als unnötig. Ja. Ja, gut. Egal, weitermachen. Jetzt nicht aufhören. Sub 2 ist da noch drin. Ja, was auf GT nicht, keine Ahnung. Ja, SR, genau. Es hängt von GT ab und ist auch so schön sehr sportlich, ehrlich gesagt. Da muss er jetzt schon extrem performen. Ich brauche für GT und Ganon im Schnitt 10-12 Minuten. Ja, ja. Also, es ist noch. Das ist korrekt, aber du musst ja den Dungeon ja auch noch in 2 Minuten machen. Das geht. Ich glaube nicht, nee. Also, ich doch, bezweifle weil ich das. Nicht brauch. Möglich, weißt du nicht. Nicht möglich, ist so. Ich brauch Laser Bridge nicht. Hä, wieso weißt du das? Weil ich den Key hier klauen kann von der Tür.
Ja, aber du weißt nicht, ob da hinten ein Item ist. Wenn hinten ein Item drin ist, dann dann wäre gut. Aber wenn hinten auch ein Key drin ist, dann hast du nichts davon. Doch, weil dann in der Big Chest ein Key sein muss, die ich auch komplett skippe. Also im Endeffekt... Dass du Laser Bridge skippen kannst, ist nicht dir hundertprozentig gegeben. Das ist nur eine Chance jetzt. Boah, jetzt stirb! Also wenn du da jetzt drin einen Key findest, dann hast du... Das war kein Key. Da bist du extrem lucky. Ansonsten hast du jetzt... musst du auf die Laser Bridge. Ja. Es sei denn, du hast jetzt, weil du es geskippt hast, dir der Key war auf der Big Chest, dann hast du richtig verkackt. Also das war schon ein ganz schöner Bold-Move, ehrlich gesagt. Das hätte ich nicht gemacht. Klappt. Sonst ja, die Wahrscheinlichkeit ist für dich. Aber es ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 5, ja? Ja. Das 20%, dass du das jetzt richtig schön verkackt hast und zurücklaufen musst. Nice. Dann ist halt richtig mies. Ja, ja, aber nur weil du gerade sagtest, auf jeden Fall. Das geht. Aber nur, wenn du jetzt Glück hast, findest du jetzt. Okay, Lucky Bastard. Verdient hast du es nicht. Du hast sehr, sehr, sehr arrogant, was du gemacht hast. Und dass es dir wirklich nur in die Karten gespielt hat, freut mich ja ein bisschen für dich. Ja, hallo, aber ich muss mich dran halten, dass das noch Sub 2 wird. Ich muss mich dran halten, dass das noch Sub 2 wird. Ja, ist gut. Wie gesagt, hätte übel enden können für dich. Ja, natürlich. Ich glaube zwar nicht mehr, dass es noch Sub 2 wird, aber... Aber wie gesagt, also du hast natürlich auch eine 80% Chance gegambelt. Von der Seite aus ist das jetzt okay. An sich hast du schon recht gemacht, was du getan hast. Recht gehabt. Weil, in den meisten Fällen wirst dir das nicht auf die Füße fallen, aber ich hätte halt die Chance nicht genommen. Ich hätte gesagt, nee, bevor mir das passiert. Aber an sich hast du recht gehabt, das kann man ruhig gammeln. Ach, mir fehlt immer noch so viel Scheiße, ey. Wenn man einmal Glück hat und sieht, dann zieht das Auto. Ja, nur sieh zu, dass du jetzt hier noch in 9 Minuten GT und... Also Ganon, wenn alles wirklich perfekt läuft, 1,40. Nee, schaffst du nie. Du schaffst es nie unter 2 Stunden. Unfassbar. Nee, glaub ich nicht. Glaub's auch nicht mehr. Das ist jetzt wirklich da hätte viel der, zu knapp. Da hätte der und der Bonk-Tritt auch nicht sein dürfen. Und der Fail in Turtle Rock nicht. Also wenn jetzt auf der Right Side hier im Hope Room Key und Big Key findest, selbst dann wird's knapp. Das wird... Nee, nicht mal dann mehr. Boah. Wenn hier jetzt Key und Big Key ist, dann. Oh! Oh! Nicht! Wäre schön gewesen. Wäre zu schön gewesen. Oh, ich hab vergessen, vorhin was umzuchecken. Fuck, Alter. Das kann auch wieder Zeit kosten.
Lakufatz, ey. Hier hast du einen Pedestal schon. Was? Habe ich noch nicht. Was? Er holt gerade sein nächstes Medaillen. Alter, ich dachte, ich war arschlangsam. Sonst spielst du doch auch immer auf Pedestal. Was war denn jetzt los? Habe ich aber dieses Mal nicht gemacht. Jetzt wird er beim nächsten Ziel wieder auf Pedestal spielen. Sag ich ja immer, wie man es macht, ist verkehrt. Ah, ich muss Left-Side ja gar nicht, fällt mir eben auf. Deswegen immer das gleiche machen? Irgendwann ist es richtig. Tja, wie wahrscheinlich ist es? Unwahrscheinlich. Mehr über was anderes zu machen, ist auf jeden Fall auch eine komische Idee. Ich habe jetzt in zwei Tagen 2 Pet-Seeds gehabt und ich glaube 5 Marker oder so eine Scheißdreck, ey. Ja, ist halt wirklich so. Im Turnier hatte ich irgendwie nur Arger oder Pet-Seeds. Oder Arger Pet-Seeds. Das war richtig bitter. Und danach ging irgendwie wieder, weiß ich nicht warum. Es war irgendwie auch extrem seltsam. Das verkacke ich hier. Vor der Zeit hatte ich auch bestimmt seit 15 Seeds oder so kein Ager mehr gehabt. Und jetzt nur. Oh nee, Billy muss ich echt zerstören nochmal. Wir müssen auf jeden Fall racen, Digga. Hä? Wir müssen echt racen. Hier kann ich sie echt nicht so stehen lassen, wenn ich das hier sehe. Hier, das kann ich nicht. Ja, das ist gerade der Fight hier. Ich habe einfach die Silvers verkackt. Wärst du um 12:30 gekommen, dann hättest du mitmachen können gleich. Nee, ich habe um 11 angefangen. Halt cool. Ich hab um 9 angefangen. Ja, da wollte ich auch, weil ich keinen Bock gehabt. Was mache ich hier gerade? Jetzt muss ich bei dir gucken, jetzt bin ich gerade woanders gewesen. Was läuft denn hier eigentlich gerade so für eine Scheiße hier bei euch? So. Nein. Das wird doch interessant werden. Zumindest für 2 von euch. Glaube ich nicht mehr. Ich glaube, das ist entschieden. Kann sein, dass du nicht einer von den 2 bist, für die es interessant ist. Jetzt habe ich nichts verstanden. Weit hinten bist aktuell. Also es könnte sein, ich bin gerade gut am Aufholen, so ein bisschen. Könnte sein, dass der eine recht weit vorne ist, der andere recht weit hinten ist und die anderen beiden sich ein ganz geiles Race liefern, so, weißt du? Könnte sein, dass das der Fall sein könnte. Ohne jetzt mal zu sagen, wer was ist. Genau, ich kann mal denken, dass ich der weit hinten bin. Vielleicht bist du ja auch derjenige, der gerade gleich bei Gannon steht. Müsstest du jetzt selber. Schau, Vicky ist der hier die Führung hatte. Was ist denn mit dem anderen los? Ich hab noch keinen GG gehört. Kriegt der gerade einen Arschfuss holt von Gannon oder was? Ja, wenn man überlegt, wann Billy Go-Mode gesagt hat, ne? Also, ich war in Go-Mode und muss. Ich hatte Go-Mode und musste noch 6 Dungeons machen. Ich wollte gerade sagen, als ihr Go-Mode wart, habt ihr auch noch einiges an Dungeons vor euch gehabt, ne? Also, jetzt seid mal nicht so zickig. Also ich bin jetzt im Go-Mode und ich hab 2 Dungeons vor mir. Keine Ahnung. Ich hatte den Hammer erst, als ich Pat schon gezogen hatte. Ich hatte den davor gehabt. Deswegen dachte ich jetzt, ich hab den Play gemacht. Und hab dann die ganzen Hammer-Scheiß-Locations alle gemacht, um dann festzustellen, ich wurde gefickt. Das war halt einfach. Ich hab Mystery Meyer gemacht und hab mir gedacht, oh nein, ey. Hab ich auch gemacht. Ich hab alle Dungeons gemacht. Aber ich hab keinen Boss davon gemacht. Ja, also muss ich eben schon. Und dann ich muss mir überall wieder reinlaufen. Nee, ich bin überall rein, hab die 2 Items geholt, was da drin waren und nicht immer wieder raus. Das ist mir aufgefallen, als ich gerade unten in dem Darkroom war. Da ist mir aufgefallen, das ist ja Pedestals. Dann hab ich mir gedacht, weißt du was, scheiß drauf, mach, ziehst du. Naja, den einzigen, den ich gemacht habe, war dann Istan. Also ich war überall 2 oder 3 Mal drin.
im Ganzen sieht, immer. Ice Palace war ich zweimal drin. Da habe ich sogar den Bomb Jump gemacht auf der rechten Seite, weil mir der Kia gefehlt hat. Und Misery Maya, Eastern, überall da gewesen. Pop zweimal drin gewesen. Ne, Pop dreimal drin gewesen. Weil ich bin dann nach Pop gegangen, um dann festzustellen, dass ich ja keinen Hammer habe. Wohl mit einem perfekten Fight. Jetzt weiß ich nur nicht, was Turtle Rock braucht. Ob ich Quake holen muss oder nicht. Das triggert mich gerade ein bisschen. Hallo. Achso, du hast doch schon deinen Hookshot, oder? Hast du da nicht gecheckt? Habe ich vergessen vorhin. Ah, das ist bitte. Ich werde aber gamblen. Ich werde gucken, was da oben ist. Mal sehen. Nein! Fuck! Nein! Ach. Ich glaube, anders wäre es schneller gewesen. Na egal. Mann! Wäre der Fail in Turtle Rock nicht gewesen, hätte ich die Sub 2 gehabt. Ja. Ja, das macht es halt wirklich aus. Dieser Drecks Chain Jump Room. 2 Stunden 35 Sekunden. Nur Missgeburten, Turtle Rock. Boah. Ja. Hast echt gegambelt, oder? Ja, klar, Alter. Obwohl ich noch gesagt habe, oh, das ist bitter. Oh, danke, Lotus. Oh. GG, also, dann habe ich jetzt zu viel verraten, oder? GG, Mädels. Aber ich gamble. Oh. Nee, wenn ich sag, ich gamble, dann. Ich geh mir kurz was zu trinken holen. So, jetzt können wir uns alle erstmal wieder zurücklehnen und gemeinsam hier ein Race gucken. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich eine halbe Stunde später Pet gezogen habe, alle Damages doppelt und dreifach gebippt habe und ich nur noch Turtle Rock und GT machen muss, bin ich gar nicht so weit hinter dir. Jetzt sind nur drei dabei, gell? Ja, wir drei noch. Ja. So, wieder da. Hey, was ein Run. Shiva? Aga oh, Pedestal Seat in 2 Stunden. Boah. Ja, auf jeden Fall eine saubere Zeit. Da bin ich ja schon fast stolz auf mich. Ja, ich muss auf jeden Fall mal wegklatschen demnächst. Das nervt schon ein bisschen. Machen wir auf jeden Fall, oder? Das gönne ich ihm ja gar nicht, ja. Ist das jetzt ja, heute zweite, schon, gegen euch. Zweite. Wann ist sie davor auch? Nee, das sieht davor gar nicht. Aber leck, wir haben ja 4 Flaschen, Alter, was geht denn da? Ich hab 3 Flaschen. Wir haben 4 Flaschen.
Also ich habe hier zugeguckt, 4 Flaschen. Definitiv 4 Flaschen bei dir. Hab ich 4, 3, ja. Keiner gedacht, okay, gut, egal. Ach so. Kleiner Wichser. Ja. Gönn mir. Kam spät, aber er kam. Aber der sieht... Die Quali, ne, ist übel. Wie einfach alles verwischt, wenn er läuft, einfach nur so heiß. Aber der Seed, das ist so ein Seed, da, den würde ich gern mal jemand anders racen sehen. Ich hab zugeguckt, ich mach das nicht mehr. Gib das Ennio gegen Christos oder sowas. Ja, genau so einen. Würde ich dann da sagt er, boah, sehen. Was für ein scheiß Seed, da habe ich echt eine Stunde 15 gebraucht. Ey, eine Kacke das hier. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin hast du schon mal Andy laufen sehen? Der hat dann 100% Full-Clear-Seed unter 2 Stunden gemacht. Ja, ich weiß. Also, was heißt, der hat absichtlich Full-Clear. Andy traue ich grundsätzlich alles zu. Andy ist noch. Ja, gut, aber Andy, da ist das man auch. Man kann sich eh nicht mit Andy vergleichen. Der spielt die Scheiße seit 7 Jahren oder so als Speedrunner. Ja, das schon gespielt, gab es das doch gar nicht, weißt du? Das ist der Punkt. Es ist halt das Problem, stellst du dich darauf ein, dass du 100% spielst? Oder, weil, wenn du sagst von vornherein, du spielst 100%, dann gambelst du nicht. Ja, nee, dann natürlich. Dann spielst du nee, alle also, Locations. Wenn du dann ja, aber ja, sagst. Was er gemacht hat, er hat gesagt, er möchte halt ein Tutorial-Video machen. Ja, ich weiß, das habe ich auch. Generieren wir jetzt einen 10. Ja, genau. Ja. Und dann macht er es einfach in 1,59 irgendwas, ne? Also, aber wenn du dann eben einen Race und auch Gambles machst oder sagst, ja, das lässt jetzt einfach aus, dann bist du da echt teilweise dann gefickt, wenn da was ist. Okay, sorry, kannst du mir mal erklären, wie das geht? Alpha. Das ist genauso mit dem Hookshot. Also mal so eine Frage, auf was steht dein Timer aktuell? Von Biggie? Nee, deinen Timer. 2,5. Jetzt geht euch mal nicht gegen sich und Sack, sondern legt mal los hier. Ich würde wie viele Pinkelpausen hast du schon gemacht? Das ist genau so. Wahrscheinlich 1,40 oder so, dem weißt du? Sieht jetzt die Hookshot Location. Nee, 1,40 habe ich. Die war halt echt assi. Und 2. Weil, so. Wie viele Leute gibt es, die das Spaceman skippen? Und sagen, ja, ein Item, nee, da gehe ich nicht rein. So. Nee, aber ganz im Ernst, du warst ja sowieso jetzt raus hier, weißt? Aber ihr, die beiden Kollegen, die rocken hier gerade noch ein schönes Race, ne? Ja, da gucke ich jetzt auch rein. Hammer und Multistream, da ja. Ich und ja, Schieber, oder? Ja, ja. Genau. Ja, nachdem ich mal im letzten Seed so um 40 Minuten geschlagen habe, muss ich jetzt mal wieder rausholen, ne? Also kackt euch mal richtig gegenseitig ins Essen, würde ich sagen. Wie sich das anhört. Jetzt mal abstand. So weit hinten ihr seid ihr doch mal. Worte fast schon. Gegen zwei Vollprofis, gegen zwei Noobs, oder? Zwei Vollprofis und zwei Noobs, hä? Zwei Vollnoobs, meinst du? Vollprofis, oder? Ich bin kein Vollprofi, bei weitem nicht. Alter, du bist vor allem derjenige, der am längsten Erfahrung damit hat. Das ist eigentlich das Traurigste daran. Also ich frag so... Wer? Du! Du hast die meiste Erfahrung, du solltest das eigentlich... Ich weiß nur, wo alle Kisten sind, aber ich weiß nicht, wie man am schnellsten was routet. Da habe ich überhaupt keinen Plan. Ja, dann beschäftige dich doch mal damit. Ach, schau, ich mal schon. Gedanken. Das verstehe ich halt. Das verstehe ich auch nicht. Warum machst du dich immer mal Gedanken darum? Aber ich suche ständig Videos im Internet, da sind immer alle auf Englisch. Denke, dass... Okay, weißt du was? Ich verstehe, dass du sagst, ich kann kein Englisch, verstehe ich nicht eine Sache. Aber einfach mal zugucken, ohne zu verstehen, was die machen, einfach mal zuzusehen. Langweilig, dann leg ich die Tür da weg.
Ja gut, aber dann darfst du dich nicht beschweren. Okay. Dann ist dein Problem. Alter, weil ich habe mega viel daraus gelernt, dass ich einfach Leuten zugeguckt habe, was die so machen. Von denen hat keiner Silvers? Ah, ich habe den Schalter nicht getroffen. Oh, Entschuldigung. Jetzt schau noch mal meinen Tracker an. Ach so, okay. Das nicht langweilen, wenn du ein Video. Ich habe keine Silvers. Wo keiner mit dir redet im Endeffekt. Schulme die auch nicht. Was er da macht. Du wüsst auch gar nicht mehr, wo es die gab. Dabei habe ich alles gemacht, also muss er vielleicht Bombus-Tablet oder so, keine Ahnung. Dann haltet mal die scheiß Fressen und spielt mal. Weil ich glaube, das wird noch interessant werden hier gerade, oder? Ja. Der eine. Also es könnte zumindest noch interessant werden. Es wird richtig interessant. Der eine Master Sword Silver, der andere Tempered keine Silvers. Das hätte ich jetzt nicht gesagt, ehrlich gesagt, weil du gibst damit Leuten Hinweise. Dem Standpunkt, wo sie jetzt aktuell sind, nicht. Doch, weil jetzt zum Beispiel dem einen Kollegen gesagt hast, Silvers sind anscheinend nicht im GT. Das ist eine Information, die ich finde ziemlich critical ist. Ja, stimmt, aber er Low macht so oder so Silverless. Mag sein, ich meine nur. Hätte ich jetzt nicht gesagt. Das ist auf jeden Fall eine wertvolle Information. Hm. Und Biggie weiß es jetzt auch, also. Ja, das ist jetzt tatsächlich wirklich irrelevant. Wieso spielt meins überhaupt keine Rolle mehr? Also, wenn du die anderen beiden noch aufholst, dann würdest du mich echt beeindrucken. Also, gib Gas, aber. Also. Also ich würde jetzt dir nicht mega viele Chancen einräumen. Ja. Dann kann ich doch gleich aufhören, oder? Naja, du kannst ja trotzdem gucken, was du mit der Zeit hier schaffst. Also, ich gebe extrem ungern Seeds auf. Es sei denn, ich hänge jetzt wirklich Stunden hinterher. Aber das tust du auch nicht. Ja, du musst eben auch voll Muscle-Toffen Turtle Rock gehabt, ja. Ich muss dazu sagen, du musst wissen, warum du Zeug spielst hier. Also ich persönlich gebe extrem selten. Hör mal Stream mal aus. Danke fürs Zuschauen, Leute. Jo, war geil. Ich hab euch lieb. Abonniert der tolle Igel. Ist voll hello. Donatet ihn. Ja genau, hatet ihn. Don't hate it, auf jeden Fall. Also, wir haten nur mit Geld.